Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte. Mit den Worten von Jakob Grimm, herzlich willkommen zu Ihrem Kulturfernsehen. Das Städtische Fundbüro veräußert in einem freihändigen Verkauf 26 Fundfahrräder. Die Veräußerung erfolgt an denjenigen, der bis zum Ablauf der Gebotsfrist das höchste Gebot für das jeweilige Fundfahrrad abgibt. Sofern mehrere gleichlautende Höchstgebote vorliegen, erhält derjenige den Zuschlag, dessen Gebot zuerst abgegeben wurde. Gebote können bis zum 17. November schriftlich in einem verschlossenen Umschlag im Ordnungsamt Neues Rathaus bei der Hauptwache 4, 3904 Magdeburg abgegeben werden. Eine einfache E-Mail erfüllt die Schriftform nicht. Die Besichtigung der Fahrräder ist im neuen Rathaus am 7. und 14. November jeweils in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der zweiten Etage möglich. Das Mindestgebot beträgt 1 Euro, sofern nicht zum jeweiligen Fahrrad ein anderes Mindestgebot festgesetzt wurde. Der Bieter mit dem höchsten Gebot ist daran gebunden und zur Abnahme des Fundfahrrades verpflichtet. Dies gilt auch, wenn für mehrere Fundfahrräder ein Gebot abgegeben wird. Die 26 Fahrräder werden im augenscheinlichen Zustand und unter Ausschluss jeder Gewährleistung veräußert. Zum Zustand der Funktionsfähigkeit und sonstigen Eigenschaften kann keine verbindliche Aussage getroffen werden. Fotos und weitere Informationen stehen auf den Internetseiten des Fundbüros und im Eingangsbereich des neuen Rathauses zur Verfügung. Der Tunnelbau wird teurer als geplant. Das Bauvorhaben ist eine sogenannte Kreuzungsmaßnahme der Deutschen Bahn und der Landeshauptstadt Magdeburg. Am 4. Dezember 2014 stimmte der Stadtrat zu, dass die Landeshauptstadt Magdeburg die Firma POR mit den Bauhauptleistungen beauftragt. Mit einem weiteren Beschluss wurden die finanziellen Voraussetzungen für die Vergabe des Bauauftrags geschaffen. Die erforderliche Fortschreibung der Haushaltsplanung für die Jahre 2018 bis 2020 wird nun in einer weiteren Drucksache behandelt. Diese wird dem Stadtrat am 7. Dezember zum Beschluss vorgelegt. Im Zuge des sehr komplexen Bauvorhabens kam es zu nicht vorhersehbaren Kostensteigerungen. Die Gründe sind hauptsächlich Planungsmängel. Bei dem Bohr fehlen die Sicherungsmaßnahmen für die Gebäude Ernst-Reuter-Allee 38, 40 und 42, die Mehrkostenanzeigen und Nachträge des beauftragten Bauunternehmens, der Mehraufwand bei den Kampfmittelsondierungen und weiteren Arbeiten, die Erweiterung der Fluchtwege am Citykarree, die Honorarfortschreibung und die Mehrkostenanzeigen der beauftragten Ingenieurgemeinschaft, die Mehraufwendungen für extern gebundene Rechtsanwälte sowie baubetriebliche und weitere Gutachter. Unter anderem im Zusammenhang mit der Mangelverfolgung und Meinungsverschiedenheiten mit dem beauftragten Bauunternehmen. Die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Verstärkung der Bauherrenvertretung sowie die Umsetzung des Stadtratbeschlusses zur Einführung der Investitionskoordination. Die Gesamtausgaben für das Bauvorhaben erhöhen sich damit nach aktuellem Kenntnisstand um ca. 35 Millionen Euro. Bereits im August 2017 war davon eine Erhöhung um 11 Millionen 500 Euro vom Stadtrat bestätigt worden. Bisher war in der Haushaltsplanung ca. 105 Millionen Euro vorgesehen. Der Eigenanteil, den die Landeshauptstadt übernehmen muss, erhöht sich von etwa 42 Millionen Euro auf aktuell 67 Millionen Euro. Die Einnahmen in Form von Fördermitteln und Beteiligungen Dritter erhöhen sich auf fast 72 Millionen Euro. An den kreuzungsbedingten Kosten des Bauvorhabens ist die Deutsche Bahn AG mit einem Anteil von ungefähr 41% beteiligt. Von den aktuellen absehbaren Gesamtkosten, zu denen auch die nicht kreuzungsbedingten Kosten gehören, übernimmt die Deutsche Bahn etwa 49 Millionen Euro. Die Baumaßnahme wird außerdem auf Grundlage des Gesetzes zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert. Die Landeshauptstadt Magdeburg erhält dem Gesetz entsprechend in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 pauschale Zuwendungen in Höhe von jeweils 4,5 Millionen Euro. Diese Zuwendungen wurden und werden in den genannten Jahren in voller Höhe für die Finanzierung des Bauvorhabens eingesetzt. Daraus ergibt sich auf Landesebene eine Gesamtfördermittelsumme von 22,5 Millionen Euro. Die 24. Magdeburger Telemann-Festtage vom 9. bis 18. März 2018 in Magdeburg unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff stehen unter dem Motto voller Poesie, Telemann und die Literatur. Kaum ein anderer Komponist seiner Zeit besaß ein so ausgeprägtes Gespür für gute, zur Musik geeignete Dichtung wie Telemann.
Auch trat er selbst als anerkannter Verfasser von Libretti und Gedichten in Erscheinung. Die deutsche Dichtkunst nahm in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine rasante Entwicklung, die mit Namen wie Brokes, Hagedorn, Klopstock, Zachariel oder Ramler verbunden ist. Telemann stand mit ihnen in Kontakt, setzte ihre Werke in Musik, immer interessiert an neuen literarischen Strömungen, immer auf der Suche nach musikalischer Poesie. Nach den weltweiten Ehrungen im Telemann-Jahr 2017 bieten die 24. Magdeburger Telemann-Festtage 2018 nun neue musikalische Höhepunkte, bei welchen hervorragende Interpreten in der Geburtsstadt Telemanns mit der Musik des literarischen Komponisten begeistern werden. Zu den Telemann-Festtagen 2018 werden in Magdeburg ca. 400 Künstler erwartet. Erstmals in unserer Zeit erlebt die Händel-Telemann-Oper Der misslungene Brautwechsel oder Richardus der Erste, König von England, eine Inszenierung für ein Opernhaus. Sie kommt als Richard Löwenherz auf die Bühne. Eine Gemeinschaftsproduktion des Ensembles von Opera Fuoco Paris und dem Theater Magdeburg. Das Glück des Gauklers, ein Theaterstück von Dirk Heidicke, das erste Theaterstück über Georg Philipp Telemann, wird wieder aufgeführt. Ergänzend kommt 2018 Telemanns weniger bekannte Seite als Autor von Prosa und poetischen Texten ans Licht, so in einem literarisch-musikalischen Abend mit dem bekannten Schauspieler August Zörner, der auch musizieren wird. Für das Programm der 24. Magdeburger Telemann-Festtage wurden Werke ausgewählt, die gleichermaßen Einblick in Telemanns weites Netzwerk mit zeitgenössischen Dichtern sowie in literarische Veränderungsprozesse im 18. Jahrhundert geben. Die einzige im 18. Jahrhundert gedruckte Evangelienpassion ist Telemanns Johannespassion aus dem Jahre 1745. Die eingestreuten Arientexte stammen von dem in Salzwedel gebürtigen Geistlichen Joachim Johann Daniel Zimmermann, einer der Hamburger Hauptdichter Telemanns. Mit dem Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg wird 2018 der Sänger und Dirigent Gotthold Schwarz geehrt. Der Preis wird am 9. März von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Eröffnungskonzert der 24. Magdeburger Telemann-Festtage überreicht. Die Landeshauptstadt Magdeburg würdigt mit der Auszeichnung den außerordentlich intensiven und künstlerische Maßstäbe setzenden Umgang des renommierten Interpreten mit dem Vokalwerk Georg-Philipp-Telemanns. Gotthold Schwarz, umfangreiches und vielseitiges Telemann-Repertoire, umfasst das generalbassbegleitende Lied ebenso wie die sehr verschiedenartigen Kirchenmusiken, Oratorien und Opern. Seine künstlerische Arbeit verrät ein feinsinniges Gespür für die textbezogene Musik und einen gleichermaßen sensiblen wie exzellenten Umgang mit der Musiksprache Telemanns, heißt es in der Begründung des Auswahlgremiums für den Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg. Der 1952 in Zwickau geborene Sänger und Dirigent, der seit 2016 Leipziger Thomas Kantor ist, gehört zu den großen Interpreten der alten Musik und ist ein ausgewiesener Telemann-Experte. Mit beeindruckenden Erstaufführungen von Werken Telemanns hat er wichtige Beiträge zur Erschließung des kompositorischen Schaffens des gebürtigen Magdeburger Komponisten für das heutige Musikleben geleistet. Die Landeshauptstadt Magdeburg würdigt seit 1987 jährlich hervorragende Leistungen im Hinblick auf Interpretation, Pflege und Erforschung von Telemanns Leben und Werk mit dem Georg-Philipp-Telemann-Preis. Er besteht aus einer Bronzeplakette, einer Urkunde und einer Dotation in Höhe von 2.500 Euro. Vom 6. bis 10. November veranstaltet die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt eine Reihe von szenischen Lesungen über Frauen von NS-Tätern in Bernburg, Merseburg, Bitterfeld, Wolfen, Quedlinburg und Magdeburg. Der Eintritt ist frei. Frauen waren vielfältig in die Verbrechen des Dritten Reiches verstrickt, unter anderem als Krankenschwestern, als Lageraufseherinnen oder in der Verwaltung. Ihre Taten ließen sich konkret benennen. Doch was war mit den Ehefrauen von Tätern? Wer waren diese meist unbeachtet gebliebenen Frauen? Wussten sie von den Verbrechen ihrer Männer? Nach umfangreicher Recherche sind drei Berliner Schauspielerinnen in diese Grauzone auf erstaunliches Material gestoßen. Mit exemplarischen Texten und minimalistischen Arrangements nähern sie sich den Lebenswegen der einzelnen Frauen ihrer Sicht der Dinge im Nationalsozialismus und nach Kriegsende an. Die Beschreibung der inneren Struktur der SS bilden dabei die grundlegenden Elemente der Lesung. Die Schauspielerinnen Inga Dietrich, Antje Wittra und Sabine Werner beleuchten damit ein noch wenig erforschtes Kapitel der NS-Geschichte.
Zum Gedenken anlässlich des 79. Jahrestages der Novemberpogrome des Jahres 1938 lädt der Evangelische Kirchenkreis Magdeburg gemeinsam mit der Landeshauptstadt Magdeburg und in Verbundenheit mit der Synagogengemeinde zu Magdeburg am Donnerstag, den 9. November, ein. Die Synagogengemeinde zu Magdeburg ist Rechtsnachfolgerin der Gemeinde, der die Synagoge in Magdeburg vor ihrer Zerstörung gehörte und die diese nutzte. Sie plant derzeit den Neubau einer Synagoge unweit des ehemaligen Standortes. Die diesjährige Gedenkveranstaltung beginnt um 17 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Worte des Gedenkens werden Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper, Regionalbischof Probst Christoph Hackbey und Landtagspräsidentin Gabriele Bracke-Busch sprechen. Weiterhin beteiligt sind Superintendent Stefan Hönnen, der Prämonstratenser Pater Andreas Struck sowie Vertreter der Synagogengemeinde zu Magdeburg. Schülerinnen und Schüler des Ökumenischen Domgymnasiums begleiten die Veranstaltung musikalisch und regen mit eigenen Gedanken zu couragierten Handeln gegen Rassismus und Ausgrenzung an. Es werden die Kerzen des siebenarmigen Leuchters der Menorah entzündet. Die Lichter stehen symbolisch für die Erinnerung an die ermordeten Juden Europas und in Magdeburg. Im Anschluss gibt es einen Schweigeweg zum Mahnmal für die zerstörte Synagoge in der Julius-Bremer Straße, wo Kränze und Blumen niedergelegt werden können. Kantor und Rabbiner Motti Weizmann sowie Mitglieder der Synagogengemeinde werden dort die zum Tag des Gedenkens gehörenden Gebete sprechen. Die teilnehmenden Magdeburger werden gebeten, Kerzen oder Blumen mitzubringen und nach dem Schweigemarsch am Mahnmal für die zerstörte Synagoge abzulegen. Wegen Bauarbeiten an den Oberleitungsmasten der Straßenbahn muss die Straßenbahnlinie 2 für die kommenden 3 Wochen jeweils am Sonntag umgeleitet werden. Die Straßenbahnlinie 2 verkehrt verkürzt. Die Straßenbahnen fahren planmäßig nur von bis Haltestelle Bukow-Wasserwerk. Als Ersatz fahren Busse zwischen Haltestelle Bukow-Wasserwerk und Haltestelle Westerhüsen mit Anschluss an die Straßenbahn. Es werden die Haltestellen am Straßenrand bedient. Die Ausstiegshaltestellen in beide Richtungen befinden sich wie gewohnt auf der Schönebecker Straße. Für den Umstieg in die Busse des SEV müssen Fahrgäste zur Anfahrtshaltestelle in der Wendeschleife Bukow-Wasserwerk laufen. Die Bushaltestelle Opernhaus der Magdeburger Verkehrsbetriebe wird ab kommender Woche in beiden Fahrtrichtungen jeweils ca. 50 Meter in Richtung Weidlingstraße verlegt. Grund für die Verlegung vom 8. November bis 15. November sind Bauarbeiten in der großen steinernen Tischstraße. Die Haltestelle wird regulär von den Linien 73 und N8 sowie von den Regionalbussen bedient. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Schön, dass Sie vorbeigeschaut haben. Wenn Sie mögen, besuchen Sie uns auch doch mal im Internet.